Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFT-TV-Sender am Freitag, dem 17. April, hier bei Gottmar TV. Und wir schauen uns das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar an, auch Cable genannt, der hier just auf ein neues Tageshoch rauszieht. Sieht alles sehr, sehr dynamisch aus. Einige Währungspaare entpuppen sich heute hier als durchaus potenzielle Läufer, will ich mal meinen. Und wir schauen hier speziell auf den Neuseeland-Dollar, aber auch auf zum Beispiel den Australdollar, der sich hier nach oben empor schiebt. Und hier werden die Asia-Range gerade nach oben ein Stück weit aufgebohrt. Das sieht eigentlich ganz gut aus, als hätte sich hier die Möglichkeit eröffnet für gewisses Folgepotenzial. Ob es so kommt, müssen wir natürlich abwarten. Dafür ist der Tag noch viel zu jung, aber beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar sehen die Tendenzen schon mal nicht schlecht aus. Wir hatten auch hier auf der Gottmore Trader Startseite, wann war es gleich am, war es der Mittwoch, auf jeden Fall Mittwoch, 15.04. ganz genau, die Analyse zum britischen Pfund veröffentlicht, wo es denn darum ging, dass wir hier, und da gehen wir jetzt direkt mal in den Tageschart, den kurzfristigen Abwärtstrend überwinden können. Da ist er. Und gleichsam, dies passierte auch. Und wie man sieht, schob sich der Preis hier sukzessive weiter nach oben und hat sich hier letztlich jetzt an einem Bereich angenähert, der hier von hohem Interesse ist. Neben diesem Widerstandslevel ein Stück weit höher, wir sehen das hier im Tageschart bei 1,5030 bzw. 1,5025 vielmehr. Ich schiebe das mal ein Stück weit rüber. Ganz signifikantes Widerstandslevel. Haben wir hier auch untergeordnet ein kleineres, bezogen auf die jüngere Preisstrecke. Ach, Kopierfunktion, Moment. So, und da sind wir genau jetzt angekommen. Das ist hochspannend. Also hier kommt es jetzt im Prinzip tatsächlich darauf an, ob der Markt jetzt hier die Kraft hat, nach oben was zu fabrizieren oder eben dann doch nicht. Das wird sich jetzt definitiv erstmal rausstellen müssen, ob wir hier ein wenig Aufwärtsdrive entfalten können. Falls dies nicht passiert, muss man hier definitiv aufpassen, dass es hier nicht zu einer Umkehr auf dem oberen Niveaus kommt. Tatsache ist, wir stehen hier unmittelbar vor einem neuen Mehrwochenhoch. Wenn wir jetzt hier rausziehen und das dann auch insbesondere per Tagesschluss vielleicht sogar halten können, dann wäre das eine signifikante Botschaft für alle British-Fund-Fans, denn dann hätten wir hier neben diesem kurzfristigen Widerstand hier bei 1,5025 definitiv Potenzial in Richtung EMA 50 anzusteigen, beziehungsweise was sage ich, EMA 100. Das ist der blaue hier bei 1,5156. Dieser Bereich dürfte dann sehr, sehr interessant für alle Bullen werden, wenn wir hier den Ausbruch schaffen. Es sieht, wie gesagt, auf Tagesbasis durchaus interessant aus. Wir haben hier signifikante Hochs überschritten und schauen uns jetzt auch hier nochmal die Perspektive anhand der RSI-Oszillation an. Das ist ja auch was, auf das wir hier Wert legten bei der Analyse vom Mittwoch zum britischen Pfund. Und jetzt ist es eben tatsächlich so, dass sich hier diese Divergenz, diese positive Divergenz hier tatsächlich jetzt nach oben aufwirft, auf oder vielmehr entfaltet, will ich ja sagen. Und das ist natürlich eine Situation, die man hier durchaus spielen kann. Wir sehen hier mit dem Verlaufstief vom März die entsprechende RSI-Indikation im Sinne des Tiefs und hier dann das letzte Mehrjahrestief. Deutlich abgestraft hier in der vergangenen Woche und hier zu Wochenbeginn mit diesem eben, aber hier diese positive Divergenz. Und das war schon ein Stück weit Einladung dafür, dass es weiter hochgehen kann. Und hier am Mittwoch, 15.04., da stand der Preis noch im Bereich um 1,48. Trigger-Level war aber 1,4886 damals, eben hier das Hoch der Kerze vom Donnerstag der letzten Woche. Da haben wir uns drüber rausgebohrt, rausgeschoben vielmehr. Und jetzt kommt es darauf an, dass es eben weitergeht. Schauen wir uns dann mal das Geschehen im Intraday-Chart dazu noch an, zum Cable. Wir sehen hier sehr schön eben die Aufwärtsbewegung, die lässt sich auch ganz gut einfangen im Sinne dessen, dass wir hier sehr schöne Tiefpunkte markiert haben. Sie sehen, ich ziehe die Linie ein Stück weit ran, also versuche hier nicht nur die Candle-Spitzen sozusagen einzufangen, sondern will hier vielmehr eigentlich möglichst viel an Tuschierungspunkten einfangen und das ist genau der Grund, warum ich eben hier dann auch die Trendlinie gern mal ein Stück weit anschiebe. Und jetzt projizieren wir hier noch so eine Art Trendkanal nach oben. Jetzt schiebe ich das mal ein Stück weit noch runter. Und da sehen Sie hier diesen möglichen Lauf einer weiteren Aufwärtsbewegung. So, wollte ich es haben. Und das sieht auch heute hier entsprechend so aus, dass der Pivot Point, der Daily Pivot Point hier bei 1,4905,
Der wurde noch nicht mal touchiert, da sind wir sauber drüber. Jetzt machen wir eben, wie gesagt, weitere Hochs. Und die Tendenzen, dass das Ganze jetzt hier entsprechend sich weiter nach oben aufbaut, sind sehr gut. Nächstes Level wäre hier 1,50 rund. Da ist auch das Resistance Level R1, Sie sehen es ja. Und dann kommen wir hier auch zu diesem kurzfristigen Widerstandsbereich, den wir hier im Tagesschart schon gesehen haben. Sie sehen hier diesen Balken, der hat sich, wie gesagt, schon im März etabliert, im März aufgebaut. Sehr schön zu sehen an dieser Stelle. Und den schiebe ich jetzt mal hier rüber. So, und wenn wir eben da jetzt per Stundenschlusspreis rausgehen, dann könnte sich, sollte sich weiteres Potenzial erschließen, vor dem Hintergrund eben, dass wir hier beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar ja auch noch Range-Potenzial haben. Im Schnitt bewegt sich das Paar so zwischen 120, 135 Pips und wir haben aktuell gerade mal 65 zurückgelegt. Sie sehen, hier ist auf der Oberseite noch reichlich Platz vorhanden. Und deswegen wäre es auch möglich, wenn wir hier drüber rausziehen, das Resistance Level 2, das würde hier bei 1,5064 heute im Intraday-Bereich liegen, dass wir dieses anlaufen, dieses touchieren. Und was das bedeuten würde, 1,5064, 1,5065 rund, das sehen Sie hier rechts oben im Tagesschart, dann hätten wir hier diesen signifikanten Widerstand, der hier schon seit Ende Januar, Anfang Februar herrührt, den hätten wir dann überwunden. Ja, und dann rufen die eingangs besprochenen, aufgeführten 1,5150. Warten wir mal ab, was passiert. Britisch Pfund gegenüber US-Dollar, definitiv interessant. Insofern Rock'n'Roll, werden wir mal sehen, was passiert. Hier unten schauen wir uns nochmal kurz das britische Pfund auf Wochenbasis an. Da ist es auch sehr schön zu sehen, dass hier mit dieser aktuellen Wochenkerze, wenn wir jetzt hier weiter ansteigen, wir ein Bullish Engulfing haben. Bullish Engulfing Candlestick Leere, das heißt, die bullische Kerze schließt die bärische Kerze der Vorwoche oder Vortag oder Vorstunde, was auch immer, welches Timeframe, die würde dann hier eingeschlossen werden. Und wenn das der Fall ist, meine lieben Zuschauer, dann haben wir hier ein wirklich starkes Signal, was dann eben über 1,51, 55, vielleicht sogar hier bis zu den Niveaus um 1,54 führen dürfte. Es scheint so, als würde der US-Dollar sich erstmal eine Pause gönnen. Das ist zumindest die Tendenz, die sich hier am Horizont abzeichnet. Dazu ja auch unlängst eine Euro-US-Dollar-Big-Picture-Analyse mit der Annahme, dass wir hier oberhalb von 1,05 durchaus jetzt mal ein Stück weit anständiger ansteigen könnten. Warten wir ab, was passiert. Die Märkte bleiben spannend. Es ist heute definitiv noch einiges zu erwarten. Die Rangers versprechen Potenzial. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg. Danke fürs Einschalten. Und nachher hören wir uns zum JFD Live Trading TV und dann der DAX-Beschau. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer.